Yo-ho, verehrte Zuschauer, werte Abonnenten, wir sind wieder zurück. Wieder mal Let's Play Together Minecraft Adventure Maps. Wieder mit Cyrus, ich bin der Mentalo und wir sind hier beim Angeln. Ja, wir treffen uns zu dieser spannenden Extremsportart und versuchen jetzt zu angeln. In der letzten Folge haben wir ja bei mir. Sorry, dass ich unterbrochen habe. Jo, da müssen wir nochmal dran fallen, auch wenn wir das eh nicht hinkriegen, aber ja, machen wir es halt so. Danke. Ganz nebenbei, jetzt habe ich gerade die Angel da reingeworfen. Genau, was wollte ich ganz nebenbei sagen? Jetzt habe ich schon vergessen. Toll, danke, weil du mich unterbrochen hast. Ganz nebenbei, wir hatten in Ach genau, ich Folge weiß was. Unsere Probleme mit dem Angeln und sind jetzt ganz gespannt dabei, dass dieses kleine Ding hier nach unten gezogen wird. Richtig, weil wir jetzt endlich wissen, wie das geht. Oh, ich meine, da ist meiner gerade nach unten gezogen worden, aber das war trotzdem nicht. Ich will den weiter hier haben. So. Wie man auch vielleicht schon gesehen hat, dort unten liegen schon 12 Fische. Wir haben offscreen ein bisschen geübt, um herauszukriegen, wie es geht. Wissen wir, du kannst ziehen, oder? Ja, bei mir war nichts dran. Okay. War's wohl zu langsam. In der Tat. Meine Güte. Und es kann sich jetzt schon schön lange ziehen. Also, wenn wir die Folgen benennen würden, würde diese Folge Let's Angeln heißen. Ja, natürlich. Oh, und das bringt mich gleich auf die Idee. Wir spielen bald den Let's Angel Simulator 2010 oder so. Da gibt es tatsächlich einen. Ihr kennt doch bestimmt diese fürchterlichen Reihen von Astragon, die immer Let's die Wand an Simulator gibt, also alles mögliche, jede Menge Scheiß und die versuchen, die Dinger verkaufen sich auch noch. Ich frage mich, wie die das schaffen und es gibt echt einen Angelsimulator. Das hat das, ja ohne Witz jetzt, und das Feature, das ist jetzt echt ein Feature, das ist kein Witz, du kannst bei dem Spiel, gibt es eine Taste, dass du das im Hintergrund laufen lassen kannst und dir ein Desktop-Symbol kurz ansagt, dass du einen Fisch an der Angel hast. Das muss ein unglaublich interessantes Spiel sein, wenn man da zum Desktop wechseln kann. Ja, also wirklich, ernsthaft, also ich kann mir jetzt nichts Besseres vorstellen als solch ein Spiel. Zieh! Ja, nichts, natürlich wieder nichts. Aber auch ein bisschen spät, das habe ich gesehen. Das war zu spät, mein Freund, das war zu spät. Ja, ich habe mir wieder im Gesicht rumgefummelt. Meine Güte, ey. Zu spät. Man muss auch sagen, das hier sieht nicht nach einem natürlichen Tümpel aus. Das kann ja auch hier alles gar nicht so. Ich habe auch keine Ahnung, ob man jetzt wirklich. Da war einer. Den dürfen wir uns jetzt holen, ne? Ja, holen wir. Ich hole ihn einfach mal. Auch, ich versuche aber nur einen zu holen. Ah, okay, einer ist. Weil da unten liegen ja schon unsere zwei Probefische. So. Ja. Und dann craften wir den Ofen und alles damit. Ofen dann und die Kohle brauchen wir. Ich hole mir das Zeug für den Ofen. Man hat schon vorgesorgt. Aber man hat in der Map auch wirklich schon vorgesorgt, dass wir hier ein bisschen failen werden. Beziehungsweise ja, dass wir länger brauchen. Ich will stell den Ofen nach ganz nach hinten, ne? Denk dran. Nicht hier oben drauf, sondern hinter dem Block. Ja, weil das war schon klar. Ich wollte das nur sagen, weil sonst haben wir ein Problem, weil wir können den nicht mehr abbauen. Nach da hinten, oder was? So, genau. Und ich tue jetzt... Nein, verdammt! Das ist jetzt ein bisschen doof wahrscheinlich. Ich glaube, du musst die Eingang auch so setzen, dass der... Wärme nach hier ausstrahlt, verstehst du? Also dass der Ausgang in die Richtung ist, das wäre jetzt doof. Warte, nehmen wir halt. Es funktioniert wohl auch so. Oh, ist ja geil, ist super. Es läuft, Leute, es läuft. Also das Wasser, wir haben noch das Eis hier oben. Wir warten jetzt noch einen kurzen Augenblick und dann hoffen wir mal, dass sich das löst. Ja, aber ich guck mal, ob wir hier jetzt auch nach oben einfach tun. Aber du kannst nicht mehr abbauen. Wie, ich weil wir keine Spitzhacke haben. Ach stimmt, und verdammt. Kaputt. War ja was eine doofe Idee von mir, war's nur. Ja, ist Wir warten gespannt und gehen eine Runde schwimmen. Planschen. Ich habe auch schon geguckt, ob dort ein Truhen sind, aber sind es leider ich nicht. Fisch aufgenommen. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich tue einfach mit hier Offscreen Fisch. Wir haben gecheatet. Ja, und wir haben echt was Problem. Wir haben gecheatet. Wir haben geübt. Sagen wir geübt. Jojo, das passt. I wonder if I can melt that ice. Ja, doch. Das haben wir ja geschafft. Oh, und es regnet draußen immer. Ja, wir warten hier gerade schon ein wenig lange, oder? Ja, irgendwie schon. Also ich glaube, wir machen einen kleinen Aufnahmestopp, eine kleine Pause und warten, bis das Eis weggeschmolzen ist. Oder wir hauen einfach das Eis kaputt. Weil ich weiß gar nicht, ob das jetzt schmelzen kann. Das ist die Frage. Ja, dann hau ich es kaputt und wir laufen durch. Mein Gott, das ist im Endeffekt so. Muss man jetzt ja sagen, okay, hier ist die zweite Leiter und 4 Gold. Man muss jetzt ja einfach sagen, die Idee war ja richtig. Denke ich mal zumindest. Ja klar, ich denke auch, dass er richtig war, aber... Hat leider in der Praxis komm ein bisschen her, komm gefailt. Her, warte. Hier ist ein Fisch. Das ist nett von dir. Den esse ich auch direkt mal, fällt mir gerade auf. Lecker Fisch. Ich mag Fisch. So, und die letzte Leiter und wir kommen nach oben.
Oh, ist ja super, ist richtig gut. So, und hier sind zwei weitere Türen und wir müssen schon wieder zwei Leitern holen. Wir gehen Door Trouble oder Door... Trouble, ich stehe auf Ärger. Okay, das andere ist so. Parcours. Geil, das andere ist Parcours, da stehe ich drauf. Ich freue mich schon auf die nächste Aufgabe. Okay, weil, welche Farbe willst du haben, rot oder blau? Das sollten wir vielleicht mal... It's one-time use. You can only hit it once. Ich bin... Nee, warte, wir müssen wahrscheinlich beide durch blau laufen. Kannst du den hier? Is in there. You may hit each level more than once, unless told. Ach, ich verstehe. Okay. Jetzt geht immer pro einem bestimmten Level gehen jetzt bestimmte Türen auf. Das heißt, wir müssen jetzt immer, ja, zum Beispiel jetzt hier. Auf. Genau. Oh, jetzt sorry. Wo kann? Du hast ihn jetzt da vorne ist jetzt aufgegangen. Ja, geh du ins Rote. Okay. Hier ist jetzt alles zugegangen und hier hinten ist eine auf. Ja, dann mache ich blau mal an, okay? Ne, blau ist ja an. Ja, dann lass bei dir mal. Ich bräuchte grün. Grün haben wir hier, glaube ich. Ich stehe, doch, ich stehe fast vor grün. Da brauche ich aber rot. Das funktioniert? Ja, es hat funktioniert, wunderbar. Dann mache ich jetzt kurz grün. Ja, und das habe ich hier in orange nennen. Okay, aber wo ist orange? Orange. 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 Oh, ich weiß yeah. Nicht, du müsstest irgendwo durchkommen. Ah, hier. Ah, ich bin bei der Leiter. Und ein bisschen Kohle wahrscheinlich. Yo, 6 Gold. Sehr gut, jetzt musst du mir nur noch mal meine Tür aufmachen. Zeit einer Euro-Krise? Nö. Okay, dann bin ich halt im Knast. Warte mal. Moment mal, ich kann jetzt nicht aufmachen. Ja, das ist eine andere Tür gewesen, ein anderer Schalter, den du gedrückt hast. Ich weiß nicht welcher. Scheiße. Hast du noch einen danach gedrückt? Nein, also nur mein Orangenen. Mal ganz kurz gucken. Du hattest noch einen blauen, den du drücken müsstest. Bei dir offen? Ja, bei mir ist offen. Okay. Und mir fällt gerade auf, wir haben hier ja Gold und zur Zeit der Euro-Krise ist es ja ganz sinnvoll, Gold anzulegen, weil der Wert wenigstens noch oben ist. Ach, eine Leiter haben wir erst. Wir brauchen noch welche. Ja, wir brauchen, wie gesagt, dann gehen wir einfach mal in den. Oh, Parkour. Was? Ach, wie weit muss man denn hier springen? Oh, fail. I like Kuchen. Ha, geschafft. Ist hier irgendwo der Kuchenwitz von Portal oder was? The cake is a lie? Ja, Mann. Wo stand das? Nee, aber ich hab grad. Ich denke mal, das ist eine Hommage daran. Oh, ich habe eine Abkürzung genommen, fällt mir gerade auf. Ja, ist ja super klasse. War gar keine Absicht. Du kannst einfach gerade ausspringen mit einem Doppelsprung. Ist aber schwer, also musst du spät abspringen. Ja, ich sehe schon. Wird immer einfach langen Weg. Ich muss also auch erstmal hier hoch. Ja, ich hab auch gerade irgendwie eine Fail-Zahl in FPS. Das ist doof. Okay. Ich habe die Leiter aber auch schon gefunden. Ich will trotzdem einmal. Ach komm, ja, egal. Komm her, der Cake ist allein. Wie? Der Cake ist allein. Ich mach hier nirgendwo. Ach, das sind Cakes. Das sind Kuchen. Ah, deswegen habe ich. Oh. Ist immer dieses hässliche Assassin's Creed-Ding drin? Das ist nicht hässlich. Du bist hässlich. Ich fand das übelst hässlich. Echt? Ich finde das geil. Ich finde, das ist nicht so. Das ist nicht mein Ding. Ja, sollen die User entscheiden. Ich find's super. Okay, dann gehen wir raus, nachdem wir ein paar Kuchen zermatscht haben. Ich habe zwei Leitern, das heißt. Hoch geht's. Super, also. Das gleiche jetzt nochmal oder was? Oh mein Gott. Oh cool, ein Diamantenraum. Suicide Race. Machen wir mal das zuerst, das ist was Doofes, finde ich. Okay, so, der ist jetzt aktiviert und jetzt müssen wir hier durchrasen. Wir könnten cheaten. wir cheaten nicht. Hier drauf stehen. Nee, wir cheaten nicht, komm. Achso. Aber schiebe ich dich hier ein bisschen? Oh, bin hängen geblieben. Ja, ich auch überall. Ja, bleib offen. Ich stand gerade überall Schilder. Boah, du hast das so knapp geschafft. War bei mir lustig. Well, so, ich hab alles. Wir können zurück. Wir können zurück und. Na, nicht mehr auf den. Gib dich gerade auch vor, irgendwie ist der Hintern immer schneller, habe ich das Gefühl. Ja, mir kommt's auch so vor, aber das ist nur, weil ich hier überall festhänge. Und so doof. Ja, laufen. So, ja, wir machen heute kein Kohle. Wir machen heute laufen. Richtig. Hallway. Es Was ist meint weit. Er damit? Es ist weit. Ach du Scheiße. Ich laufe hier rückwärts, einfach nur aus dem Grund, weil ich es kann. Möchte was sehen. Ach du Scheiße. Ah, hier war eine Tür. Ja, wir sollten aufpassen, dass wir. Okay, dann pass mal. Wir müssen auf weitere Türen achten, okay? Und auf Schalter vor allem. Hier kannst du nicht mehr wirklich richtig rennen. Ich hab
hier oben eine Truhe gefunden. Oh. Also du guckst doch noch nach oben, super. Also ich guck nirgendwo hin gerade. Ja, guck aber an die Wände. Das ist wichtig. Hier ist eine Tür. Hier ist noch eine Truhe drin. Dann müssen wir die irgendwie aufkriegen. Ja, ich denke mal, das geht da vorne irgendwo dann. Boah, das ist jetzt hier auch wieder so eine Fleißaufgabe. Ja, eine Holztür. Finde ich unnötig eher. Eine Holztür mit einem Schalter drin. Ja, da weiter geradeaus, aber. Ich weiß auch hier nicht, woher ist. Aber ich sehe schon wieder Licht am Ende des Tunnels. Nichts mehr. Sehr gut. Wir hast du den Schalter schon gedrückt? Ja, den Schalter habe ich schon gedrückt. Dann wird das immer wahrscheinlich die erste Tür jetzt hinten wieder auf. Ja, hundertprozentig. Einfach nur aus dem Grund, weil wir rennen sollten. Ja, so kann man natürlich ein Let's Play auch strecken. Ja, na klar, also ich danke auch an dieser Stelle an den Map-Ersteller. Danke für die 700 Folgen, die wir jetzt hier was machen können. Let's Run Minecraft Adventure Map. Das ist echt durch super. Dunkle, lange, ekelhafte Gänge. Die sind nicht ekelhaft, die sind Diamantblöcke. Ja, stimmt. Die wohlbemerkt bei mir recht gut aussehen. Bei mir auch. Findest du ja nicht? Scheinbar. Ich hier ist ein Schalter. Oh, ich hab einen Schalter, kannst du wieder zurück. eine der weiteren Türen auch. Boah, danke, den, danke. Also den Part finde ich relativ unnötig, muss ich dazu sagen. Ja, der ist da muss man auch mal Kritik anwenden. Wenn die Map bis jetzt auch echt schön war, also der ist echt... So, hier haben wir einen Lever. Aber, ich will jetzt wissen, ob ganz am Ende... Ach, den Lever können wir jetzt wahrscheinlich an die letzte Tür da hinten anbringen, ja, da ist die Leiter drin. Hundertprozentig. Und dann den ganzen Gang wieder laufen. Alter, du sprintest schneller als ich, was soll das denn? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich einfach nicht die Wände berühre. Nein. Ich will holen. So, und eine Menge Kohle wieder. Und Kohle? Die Leiter. Und wir haben beide Leitern. Und weißt du, was wir jetzt zu tun haben? Laufen. Licht am Ende des Tunnels und so. Ach, komm, richtig. Lauf vor. Boah, eigentlich wollte ich noch die lustige Metapher mit dem Licht am Ende des Tunnels nehmen, aber jetzt hast du mir das schon kaputt gemacht. Oder Penner. Lauf mal ein bisschen schneller, ich bin schon wieder hinter dir. Ja, meine läuft nicht schneller. Ich glaube, ich hab eine Wampe oder so. Das glaube ich auch. Also ich meine, wer ich bin einfach nicht so sportlich. Wer immer noch in lila Hosen rumrennt. Ja, du bist. Hey, die sind voll retro, Mann. Retro ist letzte Zeit wieder voll in. Ja, guck was mich Mode mal. Angeht. Guck mich mal, ich hab einen Anzug an, verdammt. Weißt du, ein bisschen seriös. Ja, gut, du bist Barney Stinson. Ja, Barney Stinson ist auch schon Marathon mitgelaufen. Na klar, aber trotzdem musst du ein bisschen seriös in deinen Let's Plays kommen. Und da kannst du nicht einfach so in... Was, seriös? Sind unsere Zuschauer denn seriös? Ja, ich denke schon, dass die seriös sind, oder? Ich erstmal 5D-Abos. Ja, von welchen? Von wie vielen? Von deinen 5? Bitch Slap. Ich hab gleich minus 3 Abos. Aber so, okay, hier liest well, vor. You did it. You won your freedom. No? Not good enough for you? Well, too bad. Looks like you'll be stuck here forever. You'll be stuck here forever. Forever! Jetzt. Oh, hier dieser wunderschöne Teich. Wie lange nimmst du schon auf? Verarschen, 13 Minuten, aber ich... Ja, mal ein bisschen. Hier ist eine Truhe, da habe ich schon direkt was gefunden, aber ist nur Gold drin. Ich habe einen Obsidian-Block, haben wir noch irgendwie was? Da muss ein Schalter drauf. Da ist noch was, da ist der Schalter. Wunderbar. Oh, cool. Hat sich geöffnet? Ah, hier. Hier, okay. Dann schlüpf mal rein, Barney. What are you doing? You are the most, yeah. Ah, you are the most dumb, evil test subject I've ever had. Well, good thing I can generate a personal info log in an instant. Good luck figuring out my favorite number. Die hatten wir uns aufgeschrieben. Das die war 3951. Warte, das ist hier. Nice, Mann, du hast dir die Zeichen gemerkt. 951. Schlecht. Ja. Na, wer ist der Held? Wer ist der Held? Wer ist der Held? Barney Stinson. Ja! Wow! What the fuck? Erschrocken. Aber ich hab das Schild noch gelesen. Ich hab jetzt das Schild noch gelesen. Ich hab mich einfach nur erschrocken, Alter. I will return. Okay. One ride per customer. Okay, ich nehme noch, klau mir noch die Kohle. Ich habe auch noch 2 Gold genommen. Und fahr du doch einfach mal vor. Okay, ach, ich nehme auf. Ne, du nimmst auf. Ich nehme noch auf, ist aber egal. Fahr du einfach vor, los, komm. Da. Hab ich Angst, dass du irgendwas machst. Nein, ich mach schon nix. Oh, hier geht's tief runter, schnell runter. Ach, wir fahren außerhalb der Map jetzt. Wahrscheinlich zeigt das jetzt noch ein bisschen die Map oder so. Ich denke, das war eine relativ kurze Map, wenn's denn das jetzt gewesen ist. Boah, guck mal nach hinten. Guck mal nach links, was da ist. Ja, unser wunderschöner Gang, ich hab ihn schon gesehen. Der uns ja so total erfreut hat. Ach, hier, warte, hier ist irgendwas.
Wir sehen ein paar Schweinchen, ein paar Kühe, ein paar Schafe, ein bisschen was von allem. Yo, thanks for playing. Welcome to Paradise. You really earned in this time. Feel free to follow us on the forums or bla bla bla. And post the amount of gold you found on the forum topic made by D264, Kops 222 oder Kops 222, wie auch immer, und dem Crazy Killer. Geiler Name. Ja, Oh, wie auch immer, Mann! ich habe hier, ich stehe hier nicht auf Clay rum, dass ich, wenn ich nicht gerade abbaue und noch ein bisschen Gold drin finde. Um ehrlich zu sein, Haha. fünf Stück. Nett. Also Ja, hier. wie viel Gold haben wir One. denn? Ich Oh. habe 47 Gold. Was steht denn hier noch? Erstmal lesen. One last thing. See that pool of water down there? Your final challenge is to jump into it. Bye. Okay, Juhu! Letzte okay. Aufgabe geschafft. Nein, nicht der. Nicht der. Was? Siehst du den da unten? Verarschen? Ich habe Angst, dass mich jetzt hier runterhaust. Nein, 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 nein. Nein, nein. Oh. Also, wie viel Gold hast du? 47 Gold. Und du? Ich habe 41. Pa, dann haben wir insgesamt 88. Kommt das hin? Ja, es kommt Ja, hin. wir haben. Ja, das ist. Plus die paar, die du verloren hast. Hab keine verloren. Nein, Ja, okay, die 5. in der Ja, aber Lava. die zählen nicht, die zählen nicht. Die haben wir nicht heimgebracht. Das ist Naja, ja, wenn du stimmt jetzt auch wieder. Gold findest, was auf der Straße verlierst, dann hast du es ja auch nicht mehr. So Ich einfach lade ist einfach das. alle zusammen und dann kriege ich das auch wieder. So ist es, so sieht das Also, nämlich aus. ich habe letztens jetzt, also im Real Life, habe ich jetzt letztens auch 5 Euro auf der Straße gefunden. Dann bin ich aber in ein Lavabecken gefallen, gestorben und jetzt habe ich sie ja auch nicht mehr. Und bist bei dir zu Hause in deinem Bett respawnt. Ja, genau. Aber ich habe da leider beim Kumpel vorher nachher gepennt. Deswegen Ach musste so, ich dann also. erstmal wieder so einen meilenweiten Weg laufen. Aber dann Ja, habe nee, ich einfach Slash TP Cyrus Mama eingegeben und dann passte das schon an. Nee, ich hab Dann mir war ich da, wieder im Wohnzimmer und habe ein bisschen Fernsehen geguckt. Nee, wir haben da hier bei uns direkt U-Bahn-Anbindung gebaut, weißt du, mit Powered Rails und der ganzen Krams. Und ja, allem drum und dran. Ich Okay. habe nur gerade Sollen wir die Angst. letzte Aufgabe noch angehen? Soll ich als erstes verkacken oder willst du als erstes verkacken? Ich würde mal sagen, du nimmst das auf. Nee, komm, ich nehme das auf. Komm her, komm her, komm her. Spring Lohnt uns sich nicht zuerst mehr runter. dafür noch einen neuen Teil. Ich Ja, noch als komm, erster. spring, spring. Ich schaff das nicht, kannst knicken. Das schaffst du auch so nicht. Wo bist du hingesprungen? Knapp davor so. Jetzt. Muss mal kurz ins Bett. Oh. Ich kann auch nicht ins Bett. Nein, ich back fest. Nein. Naja, egal. Okay, dann sage ich von mir aus hier Tschüss. Ich nehme zwar eh nicht auf, also musst du das kurz sagen. Fällt mir Ja, gerade auf. Komm mich mal, dann Grunde. bin ich hier. Backe ich hier nicht so rum, vielleicht. Nee, doch nicht. Egal, dann jetzt hier weiter. Ja, egal. Ich sage Tschüss. Mein Fazit zur Map war, alles war ganz okay, bis auf dieser blöde lange Gang. Dieser Diamantgang, der musste echt nicht sein, oder? Ja, der war echt. Also, mein Fazit zur Map ist generell. War okay, ich denke, hier war jemand, der noch nicht ganz so erfahren ist, dran. Vielleicht unterstelle ich ihm jetzt auch irgendwas, aber ich fand sie nicht so herausfordernd, muss ich ehrlich sagen. Die Ideen zum Beispiel mit den Leitern und den verschiedenen Etagen, das fand ich ganz cool. Und die Spiele waren auch abwechslungsreich, was man da machen musste. Aber es war halt nicht so wirklich anspruchsvoll, was wir gemacht haben. Also, man ist überall relativ schnell durchgekommen. Wir haben selten gefailt, außer ich direkt am Anfang, aber das passt, bin halt einfach ich. Lach nicht. Doch, doch, doch. Und naja, auf jeden Fall, der Gang, der war halt echt überflüssig, das war halt Zeitschinderei. Sonst fand ich das aber ganz geil. Und jetzt solltest du ganz schnell die Aufnahme pausieren, weil ich zu viel Luft im Magen habe und das gleich alles nach oben entweicht. Dann mute dich doch am besten. Ja, ich sage Tschüss, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Der Cyrus mutet sich hier mit Nee, ich lautem bin schon wieder da. Getös. Okay, dann hat er sich entmutet mit lautem Getös. Ich sag Tschüss, macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, willst du noch irgendwas sagen an unsere Zuschauer? Jo, ihr seid die Besten und wir sehen uns garantiert wieder. Und vielen Dank nochmal für die bisherige Unterstützung. Wir beide sind super in der Let's Play-Szene angekommen und haben jetzt auch so unseren ersten kleinen Stammkreis, haben wir auch an Viewern und das finden wir super und das finden wir toll und das finden wir super und das ist super. Und das war's so. Ich bin jetzt müde, weil es ist fast 4 Uhr. Dementsprechend, haut rein, Leute. Ciao. Ja, genau, Leute. Also, macht's gut und niemals vergessen. Spastisch. Wir sind raus. Macht's gut. Ciao.